Ja, hallo, mein Name ist Markus Lindorfer, ich bin 23 Jahre alt und bin Studierender im Bachelorstudiengang Gesundheits- und Krankenpflege Plus an der FH St. Pölten im 5. Semester. Also die FH bietet mir die Möglichkeit, vor allem auch meine praktische Ausbildung frei zu wählen. Also gemäß dem Gesundheits- und Krankenpflegegesetz sind gewisse Pflichtbereiche vorgeschrieben, aber spezifische Interessen von einer individuellen Person, auf die können eingegangen werden und die Praktikerwahl wird so an die Person angepasst. Außerdem bietet mir die FH die Gelegenheit, unterschiedliche Freifächer zu besuchen, wie zum Beispiel einen Grundkurs in der österreichischen Gebärdensprache, den ich selber absolviert habe. Weiters gibt es die Möglichkeit, im sogenannten Kinesthetic Infant Handling den Umgang mit Säuglingen besser zu erlernen. Wie nehme ich einen Säugling richtig auf? Wie gehe ich einfach mit einem Säugling im pädiatrischen Setting um? Dann Dementia Care Mapping, wo es vor allem um die Arbeit mit demenziell erkrankten Patienten geht. Weiters auch einen Kinästhetikkurs und noch viele weitere Spezialisierungsmöglichkeiten wie Barrier Nursing, also der Umgang mit Menschen mit Infektionskrankheiten. Das Plus in Gesundheits- und Krankenpflege der FH St. Pölten steht einfach für eine Ausbildung in der Präklinik, also die Absolvierung des Rettungs- und Notfallsanitäters wird hierbei angeboten. Am dritten Lerner der FH werden in den sogenannten Health Labs praktische Situationen und Szenarientrainings trainiert. Weiters gibt es auch die Möglichkeit, in Szenarientrainings und geführten Debriefings bestimmte durchgeführte Maßnahmen zu besprechen. Hierbei wird mit Dozierenden in einer offenen Runde einfach das Geübte thematisiert und wir können uns verbessern. Wir haben hierbei eine große Bandbreite an Skills, die wir in der praktischen Ausbildung an der FH St. Pölten erwerben. Zum Beispiel zählt hier die Evakuierung aus dem Patientenbett, aber auch das Tragen von sogenannten geriatrischen Anzügen, wo die Gebrechlichkeiten von älteren Menschen nachempfunden werden können. Für mich geht es in die Anästhesie bzw. in den Intensivbereich. Meine Kolleginnen und Kollegen entwickeln sich ebenso vielseitig weiter in Langzeitpflegeeinrichtungen, wie schon gesagt, aber auch Normalstationen wie einer chirurgischen oder internistischen Station, aber auch Spezialbereiche wie zum Beispiel eine traumatologische oder kardiologische Intensivstation. Speziell gefällt mir am Studierendenleben an der FH St. Pölten das Lernen auf Augenhöhe mit Dozierenden im Studiengang. Der Spaß am Beruf der Gesundheits- und Krankenpflege wird hierbei von Dozierenden an uns weitergegeben und es macht so einfach enorm viel Freude, diesen sehr vielseitigen Beruf für uns zu entdecken.